es hat echt höllisch wehgetan, jedes Mal immer wieder in eine offene Wunde Alkohol reinzugießen. Ich hab's schon drauf angelegt, dass überhaupt keine Treffen mehr stattfinden. Das ging gar nicht mal nur darum, dass ich Angst vor einer Infektion hatte oder irgendwie mit irgendwas in Berührung zu kommen, sondern auch davor, ja, wie erkläre ich das den Freunden eigentlich? Ich habe mich nicht mehr getraut, die Spülmaschine auszuräumen, weil meine Hände nie sauber genug sein konnten. Und ich mir immer dachte, wenn du jetzt den Teller anfasst, auch wenn es nur am Rand ist, was Deine Mutter wird ist, krank. genau, wenn die dann isst, das Essen verrutscht irgendwie an den Rand, genau an die Stelle, wo ich mit meinem Daumen hier drauf war. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. In diesen verrückten Zeiten gibt es ja diese Leute, die den ganzen Tag von morgens bis abends alles desinfizieren, sich x-mal die Hände waschen und am liebsten gar nichts mehr berühren möchten, weil sie Angst haben vor Infektionen, vor Corona, vor den bösen Viren. Das hat mittlerweile solche schlimmen Dimensionen angenommen. Das hätte man sich vor 1,5 Jahren ja noch überhaupt gar nicht vorstellen können. An jeder Handtasche, die ich sehe, hängt schon so eine kleine Flasche Desinfektionsmittel. Die Leute haben mittlerweile Gummihandschuhe dabei und ja, desinfizieren sogar ihr Zuhause mehrfach am Tag. Wir haben heute einen interessanten Gast hier. Herzlich willkommen, Manni. Der möchte uns mal erzählen, wie dieser Hygienewahn schon seit mehreren Jahren sein Leben regiert. Und ja, wir wollen schauen, ob sich das eventuell auch durch die Corona-Zeit ja, auf unsere jetzige Situation übertragen lässt. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wie hat das bei dir angefangen? Sehr gerne. Also das Ganze hat ungefähr vor 8 Jahren bei mir angefangen. Ich habe damals noch studiert. Ich war an der TU in Harburg und habe da Energie- und Umwelttechnik studiert. Das ist ein relativ anspruchsvoller Ingenieursstudiengang. Die Uni ist auch dafür bekannt. Ja, also dass da die Studenten echt reihenweise rausliegen. Also man muss da echt aus Gas drücken, wenn man das bewältigen möchte. Das Ganze in Kombination damit, dass ich neben dem Vollzeitstudium Teilzeit gearbeitet habe, 30 Wochenstunden in der Logistik. Und da kam dann noch dazu, dass ich in Hamburg kurzfristig aus meiner WG raus musste. Also das war quasi, wenn man so möchte, der entscheidende Auslöser, mit dem mein Zwangsverhalten dann angefangen hat. Also jeder, der sich in Hamburg auskennt oder schon länger hier lebt, der weiß, dass man in Hamburg nicht so ohne weiteres mal eben eine neue Wohnung findet. Und ich hatte 2 Wochen. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe da nicht auf mein Recht bestanden. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Das ist eine längere Geschichte, wenn ich das ausführe. Auf jeden Fall war das diese, ja, Trippelbelastung, wenn ich es mal so nennen darf, Ja. die bei mir dazu geführt hat, dass sich dann nach und nach schleichend eine Keim- und Ansteckungsphobie bei mir entwickelt hat. Und das geht eigentlich immer, ja, mit so einem Waschzwang oder auch, man könnte sagen, Desinfektionszwang einher. Wow, okay. Das. Genau Wie das. kann ich mir das vorstellen? Wie hat das dann genau angefangen? Ich kann ja vielleicht mal die erste Situation schildern, wo es mir wirklich aufgefallen ist, so hey, da stimmt was nicht, das ist jetzt irgendwie überdurchschnittlich paranoid. Also das wird wer Normales so nicht mehr machen. Und zwar war das bei meinem Auszug. Ich bin dann provisorisch bei einem ehemaligen Mitbewohner mit eingezogen. Und ja, dann mussten eben aus meinem möblierten Zimmer die Möbel raus. Und ich hatte da die Matratze von meinem Bett. Und die wollte ich nicht in den Self-Storage-Raum lagern. Also Self-Storage-Raum ist halt ein Raum, Abstellraum, den man in Hamburg mieten kann. Das gibt es bestimmt auch in anderen Großstädten, vielleicht sogar in kleinen. Und diese Vorstellung, dieser Raum, der wird nicht nur von mir genutzt, dieser Abstellraum, sondern der wird halt in hoher Fluktuation von anderen Mietern genutzt. Ich weiß nicht, wer war da vorher drin. Mit was für Schuhen war da drin? Was stand da drin? Und du wolltest dann nicht, dass deine Matratze da gelagert wird, aus Genau. Angst, dass die kontaminiert wird. Genau, das war so Wow. mein Gedanke. Das habe ich tatsächlich sogar dem Mitbewohner geschildert. Und der hat sich aber erstmal noch nichts dabei gedacht, weil der mich anders kannte. Hat einfach nur gesagt, also wenn du davor Angst hast, das ist Quatsch. Und ich habe mir es irgendwie auch gedacht, ja, der hat recht, das ist Quatsch. Aber ging nicht. Ich habe dann ernsthafte Mitbewohner da überredet, in seinem möblierten Zimmer, wo ich dann wohnen werde, meine Matratze reinzustellen, obwohl da ein Bett für mich war. Also das war das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, da stimmt was nicht. Und das war eben kurz nach dieser Situation, du musst spontan raus, musst Umziehen. nebenbei studieren und musst nebenbei arbeiten.
Und das hat sich dann immer so gesteigert. Also ich zähle jetzt nicht alles auf, dann sitzen wir echt heute Nacht noch hier. Ich versuche es mal ungefähr chronologisch ja, in der Steigerung Ja. darzustellen. Es ging dann zum Beispiel so weiter, dass ich meine Einkaufstaschen, also Ja. Lebensmitteleinkäufe, in der Bahn nicht mehr auf dem Boden abstellen wollte. Das habe ich früher immer gemacht. Und auch nicht auf den Nachbarsitz. Also Wow. da saß Aber jemand du hast mit. dich schon selbst noch hingesetzt? Ja, das ging damals noch, das geht heute nicht mehr. Dafür gehen heute andere Sachen, die damals nicht gingen. Das switcht immer so ein bisschen hin und her. Okay. Aber du sitzt ja jetzt auch gerade auf einem Stuhl, auf dem sonst andere Menschen sitzen. Ist das in Ordnung für dich? Also ich gebe mir große Mühe, dass es von außen so aussieht, als wäre es in Ordnung für mich, aber Aber du leidest das gerade. ist immer so ein kleines Unwohlsein. Man muss es halt oft genug machen, sich immer Wow. wieder dazu zwingen oder zwingen lassen. Dann hält Und man es aus irgendwann. ich habe direkt eine ganz interessante Zwischenfrage. Und zwar, als wir uns vorhin begrüßt haben, hast du mir ja die Hand gegeben. Hättest du ja gar nicht machen müssen. Das macht man ja seit geraumer Zeit eigentlich gar nicht mehr. Man winkt sich aus der Ferne zu oder gibt sich so einen Kick oder einen Ellbogen, Ellbogencheck. ja. Du hast mir aber die Hand gegeben. Wie war das für dich? Also, Du kannst ehrlich gut. sein. Gut, ja, dann möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber das war für mich nicht selbstverständlich und in dem Moment auch war da halt so ein kleines Unwohlsein mit dabei. Das habe ich jetzt allerdings quasi vergessen. Also, hättest du es nicht angesprochen, wäre es nicht mal in meinem Kopf, aber während es halt passiert, ist es schon immer eine psychische Belastung. Man lernt aber irgendwann damit umzugehen. Und ist das dann, dass du einfach Angst hast, dass ich dich mit irgendwas anstecken könnte durch meine dreckige Hand und du nicht wusstest, was ich damit vorher gemacht habe? Oder was ist da genau das, was du dann denkst oder fühlst? Ja, also das mit der Angst, das hast du schon richtig erkannt. Aber ich würde dann gern schon mal was vorwegnehmen, weil das ist es auch aktuell vielleicht relevant. Ja. So wie du es formuliert hast, hört sich das so an, als würde ich dir irgendwie was unterstellen wollen Ja. oder als würde ich dich für etwas beschuldigen, was du ja aber eigentlich aktiv gar nicht tust. Also du hast selbst in heutigen Tagen nur begrenzten Einfluss darauf, was da jetzt wirklich an deiner Hand ist. Aber klar, mein Gedanke ist in dem Moment, ich habe nicht gesehen, wo die Hand vorher war, was damit gemacht war. Und das, was da drauf ist, das kann ich ja mit meinen Sinnen eigentlich auch gar nicht erfassen. Also da brauchen wir ja Technik, Labor für. Aber diese Ungewissheit, ich weiß nicht, was da dran war, aber es könnte dieses und jenes dran sein. Und dann ist es nachher in meiner Hand. Und was mache ich damit? Ich fasse irgendwie meine Kleidung an, wenn es blöd Dein läuft, ins Gesicht. Gesicht, genau. Ja, das ist die Angst, die dahinter steckt und werden wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch zukommen, die kann sehr mächtig sein, die Angst. Okay. Aber ich habe dich eigentlich unterbrochen. Du warst gerade dabei zu beschreiben, wie dich das im Alltag beeinträchtigt hat und wie sich das vor allen Dingen gesteigert hat. Du hast gesagt, erst konntest du deine Einkäufe irgendwann nicht mehr abstellen, weil du dachtest, der Boden ist dreckig, da möchtest du deine Lebensmittel nicht abstellen oder auch nicht der Sitz neben dir in der U- oder S-Bahn. Wie ging das dann weiter? Ja, also es geht so weiter, vielleicht um einfach mal das Schema zu verstehen. All das, was man sich irgendwann mal ausdenkt, aneignet, angewöhnt, das bleibt und das wird irgendwann normal. Das ist dann in dem Sinne nicht irgendwie ein Ausnahmezustand, so wie es in diesen Tagen es zumindest bezeichnet wird, sondern wenn man das einmal für sich gefunden hat, dann bleibt das. Das ist irgendwann ein ganz normaler Anspruch, das ist Standard. Und dann geht's aber weiter. Dann sucht man sich halt das Nächste. Das ging so weit, dass ich irgendwann auf der Arbeit, also das war eine ganz große Lagerhalle, in der ich gearbeitet habe, irgendwie 1000 Mitarbeiter. Und da gab es halt zig Wege und Türen, um von A nach B zu kommen, dass ich irgendwann aus der Ferne geguckt habe, wer kommt mir entgegen? Kenne ich den? Wird er mir die Hand geben? Und wenn ja, Bist du um die geflüchtet? Ecke, ja, Echt? echt ins Wow. nächste Treppenhaus. Um niemandem die Hand geben zu müssen. Ich hatte irgendwann diese, ich weiß nicht, kennst du diese Drogerie-Baumwollhandschuhe, also so weiße Stoffhandschuhe? Als Die benutzen eigentlich Frauen, um ja, ihre genau. Strumpfhosen anzuziehen, ohne Laufmasche. Das fand die Frau in der Drogerie auch lustig, als ich danach gefragt habe, irgendwie, oh, ist das so deine Freundin oder? Naja. Ich so, ja, für meine Freundin, genau. Das Lustig. war dann quasi die Steigerung und die waren dann auch nicht nur dafür da, um anderen Leuten die Hand zu geben, die waren irgendwann Um dafür da, alles um zu berühren einfach. Türklinken, ja, alles Hast du die Mögliche. dann am Ende des Tages weggeschmissen? Oder hast du die gewaschen? Oder wie war das?
Teils, teils. Also ich habe die immer schon ein paar Mal gewaschen, aber irgendwann, das kann echt so stark werden, diese Angst, dass sogar irgendwann die Waschmaschine nicht mehr hilft. Je nachdem, was du damit gemacht hast. Also sagen wir mal, ich hätte damit auf einer öffentlichen Toilette den Klodeckel hochklappen müssen. Direkt im Müll. Dann sind die Müll. Also dann hilft auch Waschmaschine nicht mehr. Okay. Aber ich sage es mal, für die Alltagsdinge, die in meinem persönlichen Alltag integriert sind, da hat dann auch Waschen gereicht. Aber sie mussten in die Wäsche. Es ging es nicht, dass die öfters benutzt wurden. Okay, und hast du auch immer viel Desinfektionsmittel und sowas benutzt oder und Duschgel oder Handwasch, also Seife und sowas? Ja, In genau. rauen Mengen? Ja, das ist irgendwie so eine Art Denkweise, die bläut sich dann ein, mehr hilft mehr. Ich hatte halt, so wie du das da eben auch beschrieben hast am Anfang, da habe ich mich sofort wiedergefunden. Ich hatte auch immer so eine Sterilienflasche dabei. Also ich benutze natürlich keine Handtasche, aber das Fläschchen war schon da. Und auch wirklich Sterilium. Also es gibt ja diese etwas handfreundlicheren Ja, Gels, die meistens auch nur gegen Bakterien helfen ja. und nicht gegen Viren, was Ja. für meine Ansprüche natürlich nicht genug Natürlich ist. nicht. Und das ist halt dieses blaue Sterilium. Ich weiß nicht, ob du Ja, das kenne aus ich, der Apotheke klar. kennst. Genau. Immer dabei gehabt. Das kenne ich aus Krankenhäusern normalerweise, ne? Genau. Auf der Neugeborenenstation oder so habe ich das schon mal gesehen. Ja. Da gehört es eigentlich auch hin. Ich brauchte das halt auch für den normalen Alltag und das wurde auch so exzessiv benutzt, dass irgendwann meine Hände wirklich offen waren. Ja, Also die waren. das wäre jetzt meine nächste Frage, ob du auch gemerkt hast, einfach so an, das ist ja für den pH-Wert der Hände oder der Haut einfach wahrscheinlich das Allerschrecklichste. Und was hast du dann gemacht? Weiter desinfiziert? Das war halt echt das Krasse, was ich auch selbst dann nicht mehr nachvollziehen konnte. Also, das war wirklich, also du kannst dir es vorstellen, hier auf der Fläche waren jetzt überall Risse. Das war offen. Also, ja, es ist ein bisschen Kopfkino. Das war teilweise eitrig. Also, Du hast es ich, aber weiter desinfiziert. ja, das hat auch gebrannt. Also, es hat echt höllisch wehgetan, jedes Mal immer wieder in eine offene Wunde Alkohol reinzugießen. Also, das brennt echt wie die Hölle. Und ich hatte eigentlich auch den Beweis vor meinen Augen, ich konnte ihn spüren, hey, das hilft dir nicht. Und dieser Eid hat ja sogar gezeigt, diese Infektion, die du damit verhindern möchtest, die begünstigst du. Aber da war im Kopf, ja, das stirbt ja wieder, wenn ich es drauf mache. Tut dann halt weh, sieht nicht so toll aus, ne? Also die Leute gucken natürlich, aber Desinfektion tötet Bakterien, ne? Aber hast du nicht über die vielen Jahre auch gemerkt, ich habe jetzt XY in die Hand gegeben, ich habe diese in die Türklinke berührt oder ich habe meine Aktentasche abgestellt und es ist ja gar nichts passiert und dadurch wurdest du ja quasi, eigentlich hättest du beruhigt werden müssen, mir passiert gar nichts. Wenn ich ganz normale Dinge im Alltag tue, Leute begrüße, berühre, vielleicht auch sogar umarme oder mit irgendjemandem rede, ich werde nicht infiziert. Hat es das nicht vielleicht auch so ein bisschen wieder in die andere Richtung dadurch gewirkt? Ja und nein. Also das, was du beschrieben hast, diese Erfahrungen, würde ich sagen, die sind halt extrem wichtig, um im Idealfall da rauszufinden oder wenn nicht, zumindest zu lernen, halt irgendwie damit umzugehen oder damit den Alltag zu meistern. Das hilft schon. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Je öfter man das durchlebt, umso weniger Angst hat man. Aber Hätte auch sein können, dass du immer nur denkst, du hattest bis jetzt immer nur Glück. Du hattest Glück ja. und hast dich halt so gut geschützt, dass hier nichts passiert ist. Und das war, wenn du doch mal irgendwas berührt hast, dann hattest du Glück, dass du nicht mit einer Infektion oder einer schlimmen Erkrankung davon gekommen bist. Hättest du dir ja auch selber so erklären können. Das ist quasi der Gegenpart, das Gegenargument dazu, Der auf der anderen dass, Schulter sitzt und dir das andere ja, ein. genau, das ist, sage ich mal, das Gegengewicht, was man da echt überwinden muss. Und das ist halt je nach Gefühlslage auch, das ist echt abhängig davon, wie fühle ich mich, läuft es gerade gut im Leben, also ist beruflich, beziehungstechnisch, was auch immer. Das spielt da mit rein und bestimmt so ein bisschen vielleicht auch, welches Argument. Es ist für mich individuell gerade höher gewichtet. Also es ist mehr die Erfahrung, hey, hat alles geklappt, ist nichts passiert, wird beim nächsten Mal auch klappen. Oder ist es eher so, ja, jetzt ist es gerade noch mal gut gegangen, aber was ist nächstes Mal? Ne? Du weißt es ja nicht. Das ist diese Ungewissheit, mit der man da halt ganz schlecht umgehen kann. Wie hat sich das denn so auf dein soziales Leben ausgewirkt?
Ich stelle mir jetzt vor, dass dir wahrscheinlich auch schwer gefallen ist, bei Freunden irgendwas anzufassen, vielleicht auch die Freunde überhaupt anzufassen. Auch frage mich jetzt gerade, wie ist das, wenn du zum Essen eingeladen wirst, im Restaurant oder bei anderen Leuten privat? Magst du dich dann bei denen aufs Sofa setzen, aufs Klo gehen, von dem Teller von denen essen und so weiter und so fort? Oder wie war das? Oder wie ist das? Es ist ja immer noch. Ja, das ist sogar noch schlimmer, als du es beschrieben hast. In meinem Fall zumindest. Bei mir war das tatsächlich so. Ich habe es schon darauf angelegt, dass überhaupt keine Treffen mehr stattfinden. Das ging gar nicht mal nur darum, dass ich Angst vor einer Infektion hatte oder irgendwie mit irgendwas in Berührung zu kommen, sondern auch davor. Ja, wie erkläre ich das den Freunden eigentlich? Also wie rechtfertige ich mich? Und falls es wirklich dann zu einer Diskussion kommt, bei der ich ja, wenn wir rational Nur diskutieren, verlieren. den Kürzeren ziehe, dann heißt das für mich in der Konsequenz, ey, du musst dich dann ja mit dieser Angst konfrontieren, auf den Druck hinaus. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich, Dass du dich isoliert hast, ja, wahrscheinlich. also es gibt Freunde und Bekannte, mit denen habe ich seit 8 Jahren kein Wort mehr gesprochen und die, wenn sie das Video jetzt nicht sehen, wissen vielleicht heute erst warum, weil das wirklich, ja, das war halt einfach so schlimm, auch Freunde damit zu konfrontieren, weil du überhaupt nicht weißt, wie nehmen die das Ja, auf, klar. wie bewerten die das, weil ich halt auch charakterlich, bevor das passiert ist, das komplette Gegenteil von dem war, was ich jetzt bin. Also das hat einfach auch überhaupt nicht zu mir gepasst und nicht in das Bild gepasst, was man von mir hatte. Und das war dann aber mehr so eine Art Schamgefühl, würde ich mal sagen. Klar. Ich glaube, dass das der dominierende Faktor war, noch vor der Infektionsangst wirklich, weshalb ich mich extrem isoliert habe. Wow, okay. Also hast du quasi auch schon vor den Corona-Maßnahmen eher isoliert und quasi in deinem eigenen Lockdown gelebt, und hast dich nur so weit in das öffentliche Leben getraut, wie du das quasi gezwungen warst, um überhaupt noch irgendwie ja, teilzunehmen, um Lebensmittel einzukaufen, zur Arbeit zu gehen und wieder nach Hause. Und ansonsten hast du für dich gelebt viele Jahre, mehr oder weniger. Ja, so Wow. kann man schon so sagen, wo ich halt echt Glück gehabt habe. Ich bin seit 6 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Also Oh, man okay. mag das kaum glauben, aber ich habe halt echt eine Frau gefunden, die da mitspielt. Ja. Teilt die denn Abgesehen, deine Angst? nein. Belächelt die dich? Manchmal ja, manchmal nein. Also das kann halt auch echt belastend für die Partnerin oder halt, wenn es eine Frau ist, für den Partner werden oder wie auch immer. Also Ja. Partner, Partnerin. Ja, für die Beziehung. Genau, für die Beziehung. Es gibt ein paar Sachen, die belächelt sie, das sind aber die sie auch nicht so stark beeinflussen. Also je mehr du da, sage ich mal, auch unfreiwilligerweise mit eingebunden wirst, umso weniger ist es belächeln und umso mehr ist es, ey, du bist hier nicht allein auf der Welt und du hast da vielleicht Angst vor, aber und du bist bereit, den Preis dafür zu zahlen, für die Sicherheit, aber deine Mitmenschen nicht unbedingt und auch wenn du glaubst, du hilfst denen dabei oder du machst was Gutes, das tut deinen Mitmenschen nicht immer gut. Ich bin auch froh, dass sie so ist und dass sie mir das so offen sagt, weil das ist dann immer irgendwas, was mich dann auch doch dazu zwingt, einfach mal selbst zu reflektieren oder, auch wenn das echt übel ist, sich mit so einer Angst zu konfrontieren und das mal zu sagen, hey, du hast da Angst vor, aber muss es einfach mal sein. Ne? Es geht nicht immer nur um deine Angst. Wir sind ja soziale Wesen und wir leben im Klar, Kollektiv. klar. Genau, aber sonst, was Freunde, Bekannte betrifft, da ist es dann doch eher so, wie du beschrieben hast. Also wirklich nur für die Arbeit, fürs Einkaufen und meine Partnerin muss mich auch echt, also mal so ins Restaurant zum Essen gehen, das Zum mache ich für, Jahrestag oder so. genau, das war jetzt letztens an ihrem Geburtstag, das mache ich dann für sie. Also, oder bei anderen Leuten aus Gruppenzwang, aber nicht, weil ich da irgendwie das Bedürfnis habe. Ich muss aber sagen, was mir direkt auffällt, wir kennen uns ja auch nicht, aber was mir sofort auffällt, ist, dass es ja schon so scheint, als ob du weißt, dass du eigentlich völlig übertrieben bist mit deinen Einstellungen und dass es auch unnötig ist eigentlich.
Es ist ja nicht so, dass du jetzt hier sitzt und sagst, um Gottes Willen, ich kann dir nur raten, dich auch nicht mehr in die U-Bahn zu setzen. Und hast du dir eigentlich mal die Frage gestellt, ob dieses Mikrofon jemals zwischen den Interviews irgendwie mal sauber gemacht wurde und so weiter und so fort? Sondern du scheinst ja so, dass du eigentlich weißt, dass du von diesen schlimmen Zwängen belastet bist und dass du einfach diese Angst hast, aber dass die eigentlich mehr oder weniger unbegründet ist. Das ist für mich eigentlich so kontrovers, muss ich sagen. Wie stehst du dazu? Ja, da müsste ich vielleicht mal ein bisschen ausholen. Also, du hast recht. Ich habe, also vielleicht kommt dann jetzt auch so ein bisschen vielleicht die Transition zur aktuellen Ja. Zeit. Ich habe im Vergleich zu den Leuten heute, wenn ich es einfach mal ganz frech sagen darf, zu meinen Leidensgenossen seit fast 2 Jahren den einen Vorteil gehabt. Bei mir haben nicht alle mitgemacht. Ah. Also, ich war sehr alleine mit dem, was ich gemacht habe. Und du hast dann immer noch Leute gesehen, die quasi noch in normal weitergelaufen sind und du wusstest, oh, ich bin hier Genau. der Geisterfahrer und jetzt sind nur noch die Geisterfahrer unterwegs. Ja, also ich hatte quasi eine sehr große Kontrollgruppe, wenn man das jetzt mal wie eine Studie betrachtet. Und wenn ich die beobachtet habe, wo es dann echt noch schwer zu rechtfertigen war, dass das, was ich mir da vorstelle, von der Eintrittswahrscheinlichkeit her wirklich relevant ist. Und das ist auch so, es geht nicht wirklich um Infektionsgefahr, das ist eigentlich eher eine Art Projektion. Worum es geht, ist Kontrollbedürfnis als Reaktion auf einen Kontrollverlust. Der bestand bei mir damals eben darin, dass mir meine Wohngrundlage entzogen wurde, weil man hat eigentlich 3 Monate Kündigungsfrist. Bei mir wurden 2 Wochen draus gemacht. Wie gesagt, ging eigentlich nicht. Ich habe mich da auf was Blödes eingelassen, was rechtlich nicht sicher war und war dann eben damit konfrontiert. Der Makler bestimmt. Der Makler. Alles versaut. Mona, geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Sitz, sitz, geh zurück, geh zurück, Mona. Danke, na, das ist gut, so ist es gut. Du musst immer mit dem Fuß und so, das kennen Sie schon. Sorry. Macht Und nichts. jetzt habe ich auch noch deine Hose berührt, ne? Oh Die Gott. wäre unabhängig davon eh in die Wäsche gekommen. Ja, okay. Ich kann auch nicht genau erklären, weshalb ich mir es als Kompensation Kontrolle über Infektionen ausgesucht habe. Also es gibt ja auch andere Zwangserkrankungen. Magersucht, das, also Obwohl, da muss ich ja. mal kurz einhaken, da gibt es ja auch eine große Kontrollgruppe und das ist den Betroffenen ja aber trotzdem mehr oder weniger egal. Also die sehen auch, keiner ist hier so dünn wie ich und trotzdem eifern sie ja irgend, also das ist ja so eine verschobene Wahrnehmung, das merke ich jetzt bei dir gar nicht, muss ich sagen, sondern ich habe das Gefühl, dass du definitiv weißt, was der eigentliche quasi der Mittelweg wäre und du bist dir schon darüber bewusst, dass du extrem von dem abweichst. Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin mir auch sicher, dass das jeder irgendwo tief in sich weiß. Es ist einfach nur so. Also vielleicht ist das echt der Faktor Bequemlichkeit oder Komfortzone. Du weißt es, aber du weißt auch, wenn du dein Leben dementsprechend umstellst, musst du dich mit einer Angst konfrontieren. Und das macht niemand so ohne weiteres. Also Also nach dem Motto, stell keine Fragen, wenn du Angst hast vor der Antwort. genau. Und du musst von außen irgendwie gezwungen werden, dich dem zu stellen. Aber du machst es eigentlich nicht einfach so zum Spaß oder zur Belustigung. Solange es mit den Zwängen funktioniert, machst du so weiter. Und du überlegst eigentlich erst, okay, wie kann ich das irgendwie lockern, wenn du merkst, an anderer Stelle ist es so eine starke Einschränkung, dass du da halt nicht mehr mit klarkommst. Ne? Ja, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zu der aktuellen Situation, muss ich einmal noch was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, und zwar, dass ja, dass du mit Dingen anfängst und irgendwann werden die einfach zur Normalität. Das muss ich sagen, das empfinde ich auch so. Ich kenne einige Leute, die am Anfang noch geschimpft haben über die Maske, was Masken tragen, dass jetzt an jedem Eingang von jedem Laden so ein Spender steht mit Desinfektionsmittel. Da haben viele sich darüber aufgeregt und gesagt, das ist ein Eingriff. Ich möchte selbst bestimmen, wann ich meine Hände sauber mache. Ich möchte mir jetzt nicht die Hände desinfizieren, möchte die Maske nicht tragen. Und die Stimmen wurden irgendwann immer leiser. Und jetzt sehe ich die Leute, dass die nicht nur
während des Besuchs vom Supermarkt die Maske tragen, sondern auch auf dem Nachhauseweg, dass die selber schon das Desinfektionsmittel dabei haben und auch ein Stück weit, ich glaube, sich einfach sicherer fühlen. Und was auch ein großer Punkt ist, ist, dass die Angst haben, also dass dieser Solidaritätsgedanke dahinter ist und auch Angst haben, wenn sie das alles nicht machen, dass sie dann andere gefährden. Und bevor sie dann die Schuld tragen daran, an der Infektion von, ich weiß ich auch nicht, Oma Erna, die nebenan wohnt, dann machen sie das lieber alles und fühlen sich damit einfach sicherer. Beobachtest du das auch? Ich beobachte das auch und ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also zwei Sachen vielleicht nochmal zu der Krankheit. Sie ist so tückisch, weil sie schleichend verläuft. Also ich hatte ja gesagt, ich könnte dir bis heute Nacht aufzählen, was ich alles gemacht habe deswegen. Das interessiert mich ehrlich gesagt. Vielleicht bleiben wir noch sitzen, wenn wir fertig sind. Ja. Also es ist echt. Und wenn ich dann eine Nacht drüber schlafe, würde mir morgen nochmal so viel einfallen, dass ich dir nochmal einen Tag lang erzählen könnte, was ich gemacht habe. Aber das ist natürlich nicht von heute auf morgen gekommen. Das fing ganz harmlos an. Mit der Matratze, was ich geschildert hatte. Und dann, ich könnte ja mal danach und danach auch noch die Hände waschen. Und also eigentlich könntest du ja abends vor dem Schlafengehen auch nochmal duschen. Nicht nur morgens, wenn du aufstehst für die anderen, sondern auch, dass du da sauber ins Bett gehst. Klar. Und das sind ja erstmal nur ganz kleine Schritte oder da findest du vielleicht auch den einen oder anderen, der ist zumindest nicht diagnostiziert. Ich wollte gerade sagen, da würde ich noch zustimmen. Also das genau. Mache ich ja auch öfter, so abends nochmal zu duschen, na klar. Das sind jetzt für mich noch normale Sachen. Zum Vergleich, ich habe lange Boxsport betrieben. Ich hatte da abends Training, total verschwitzt, habe da aus dem Verein den Kopfschutz angezogen, wo andere reingeschwitzt haben, deren Handschuhe angezogen. Das stank echt abartig nach Schweiß. Klar. Ich war voll geschwitzt und ich bin, bevor ich krank war, nach dem Training knallhart, ohne zu duschen, ins Bett gegangen. So, das ist für mich heute absolut unvorstellbar. Und genau, also ich habe echt auch Sachen in meiner Vergangenheit, wo ich mich immer frage, also heute frage, wie hast du das je gekonnt? Wie ging das? Genau, also, und das ist dann aber der Weitblick natürlich. Das ist dann viele Jahre her. Und du merkst es aber nicht, wenn sich das in kleinen Schritten, in kurzen Zeitabständen oder sagen wir mittellangen Zeitabständen immer steigert. Und das ist das, was du und was ich auch beobachte, dass dann Dinge, die am Anfang irgendwie krass oder Ausnahme oder was auch immer waren, auf jeden Fall nicht selbstverständlich irgendwann Normalität sind und dass es sogar so weit geht, wenn das nicht mehr da ist, dann fehlt irgendwie was. Ne? Genau. Ja, also ich glaube auch, es ist ja gerade im Gespräch, dass jetzt die Maske in den Supermärkten nicht mehr getragen werden muss, wenn man geimpft ist oder genesen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass 80 von 100 Einkäufer weiterhin die Maske tragen werden, einfach aus Angst. Oh, ich kann ja jetzt nicht in den Supermarkt gehen, jetzt bin ich doch seit anderthalb Jahren da mit der Maske reingelaufen, dann kann ich ja jetzt nicht auf einmal keine mehr tragen. Also das Risiko will ich nicht eingehen und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das in allen Bereichen so bleiben wird, auch mit der Desinfektion und mit dem ständigen Händegewasche und Saubergemache überall. Also kann ich mir gut vorstellen. Also auf jeden Fall, ich hab das auch beobachtet. Ich befinde mich jetzt in dieser gewöhnungsbedürftigen Situation. Also um das gleich mal für die Zuschauenden zu sagen, nachdem man das alles von mir gehört hat, würde man intuitiv wahrscheinlich annehmen, dass ich das alles ganz toll finde, was hier passiert ist. Ja, hätte ich auch gedacht. Fast zwei Jahre. Endlich springen sie auf meinen Zug auf und verstehen, wo man, ja, was man machen muss. Ganz am Anfang war das auch kurz so. Da hat mir das echt imponiert und da war ich auch echt ein bisschen so, ja, seht ihr Leute? Habt das auch mal begriffen, ne? Also hättet ihr mal auf mich gehört, vielleicht wären wir dann gar nicht hier. Und ich aber halt einfach aus der Erfahrung dieser 8 Jahre jetzt und all dem, was mir kaputt gemacht wurde, was ich mir selbst kaputt gemacht habe. Mein Vorteil, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, gegenüber den Leuten, die das jetzt zum ersten Mal durchmachen, ist ja, dass ich retrospektiv auf einen viel längeren Zeitraum zurückblicken kann, um wirklich abzuwägen. Was hast du durch diese Priorisierung eigentlich gewonnen? Alles dem Infektionsschutz unterzuordnen, das habe ich ja 8 Jahre lang jetzt gemacht und jetzt in den letzten 2 Jahren noch viel extremer. Und ja, was hat es eigentlich an Schaden angerichtet? Ich musste mein Studium nach dem 8. Semester abbrechen,
Also ich habe 8 Semester an der Uni verbracht und keinen Abschluss. Ich hatte ungefähr 10.000 Euro angespart. Die sind draufgegangen, weil ich in der Zeit nicht gearbeitet habe, aber die Miete, also meine Klar. Lebensunterhaltungskosten hatte. Wow. Ich habe Freunde und Bekannte verloren deswegen. Und es ging mir halt psychisch auch total Ja, du schlecht. hast an Also das, Lebensqualität wahrscheinlich auch genau, du enorm verloren. bist in so einem Daueralarmzustand. Es ist super schwer, wirklich Dinge zu genießen, vor allem auch einkaufen. Also normalerweise freut man sich, hey cool, ich habe was Neues, ich habe eine neue Hose oder hier im Supermarkt, ich koche mir was Leckeres, heute backe ich mal einen leckeren Kuchen mit schön viel Kalorien oder sonst was. Und für mich waren das eigentlich immer Aufgaben, die irgendwie mit einer Art Risiko verbunden sind. Also Ja, und auch wer mit hat das Angst. Ich denn meine, genau? wie schlimm, jeder kennt das, Angst vor irgendwas zu haben, wie schlimm ist es, seinen Alltag die ganze Zeit in Angst zu bestreiten. Also ist ja auch enorm belastend und auch irgendwo ja auch krank machend, ne? Also. Auf jeden Fall, also ich bin da jetzt nicht wissenschaftlich ausgebildet, aber es gibt ja auch in diesen Tagen den einen oder anderen Mediziner, der halt in Psychologie ausgebildet ist, der da Klar. auch wirklich Wahr. Zusammenhänge zum Immunsystem zum Beispiel zieht. Also zwischen Angst haben und oder dass es einem psychisch schlecht geht und dann eben sagt, dass Anfälliger einfach genau. wird, ne, für bestimmte Sachen. Ja, Ja. wow. Das ist auch so. Also, was ist nochmal diesen Auslöser dafür betrifft, dass man diese Zwänge nicht abstellen kann? Du hattest ja vorhin noch das Thema Schuld Ja. angesprochen. Das ist das, was ich persönlich am schlimmsten finde, zum Beispiel, dass den Leuten, dass sogar kleine Kinder echt mit so einer Schuld konfrontiert werden. Also, das war ja so ein Papier aus dem Innenministerium. Ja. Kleine Kinder sind schuld an dem Tod ihrer Großeltern, wenn Ja. sie sich die Hände nicht richtig waschen. Also Ja. Was für eine Verantwortung, bitte. sinngemäß, Ja. ungefähr so wurde es formuliert. Und das war ja wirklich eine Anweisung, kommuniziert das so. Und ich kenne das von mir selbst und das war für mich persönlich auch das Schlimmste. Also ich habe lange in meinem Elternhaus gelebt, 8 Monate, als ich in der akuten Phase dieser Krankheit war. Ja. Ich habe mich nicht mehr getraut, die Spülmaschine auszuräumen, weil meine Hände nie sauber genug sein konnten. Und ich mir immer Wow. dachte, wenn du jetzt den Teller anfasst, auch wenn es nur am Rand ist, Und was deine Mutter wird ist, krank. genau, wenn die dann isst, das Essen verrutscht irgendwie an den Rand, genau an die Stelle, wo ich mit meinem Daumen hier drauf war. Und ich beim Waschen, ich habe die so lange und gründlich gewaschen, aber trotzdem, was, wenn da doch was dran war? Kannst du nicht verantworten. Und dann mussten die die Spülmaschine ausräumen, Wow. weil dann wäre es nicht meine Schuld gewesen. Also dann hätten sie selbst im eigenen Ermessen abschätzen können, wo habe ich den angefasst, wie gefährlich ist das, also ist denen natürlich komplett egal, aber mir nicht. Und diese Ja. Angst, ich verursache eine Katastrophe und ich bin schuld am Leid anderer, also jemanden sowas echt einzutrichtern, Ja, das auch ist aufzuerlegen einfach, ne, genau, so eine also. Verantwortung. Also ich kenne das von vielen Freunden, die haben jetzt über Monate, mittlerweile schon über ein Jahr auch ihre Angehörigen nicht gesehen oder auch im Lockdown dann Oma oder auch sogar die Uroma hat dann irgendwie die Urenkel noch nie gesehen aus Angst, dass die ja sich anstecken könnte und dass man irgendwas zu ihr schleppt und wenn überhaupt jetzt treffen, dann auch nur mit nochmal doppelt getestet und so weiter und so fort und dann mit Abstand. Und auch, ja, von wie vielen Leuten hört man, die total isoliert in Altersheimen leben, seit Monaten niemanden mehr gesehen haben und getroffen haben, auch ja, gar keinen Körperkontakt mehr, was ja auch nachweislich total wichtig ist für uns soziale Wesen, einfach aus dieser Angst und dieser Schuld heraus, da irgendjemanden zu infizieren mit irgendwas. Genau, also das, ich kann es wie gesagt nachvollziehen auf der psychologischen Ebene. Was mich definitiv noch interessiert ist, was du denkst, wie man da rausfinden könnte. Also was soll man jetzt tun, wenn man merkt, ehrlich gesagt, das belastet mich so sehr, zum einen die Angst, meine Mitmenschen krank zu machen oder auch selber krank zu werden und zum anderen fühle ich mich schon richtig eingeschränkt von meinem ständigen Desinfizieren, von meinem Händegewasche, von meinem Umgezieher und von meinem Abstandgehalte. Was kann man dann machen? Wo sucht man sich Hilfe oder wie reflektiert man das oder wie kommt man da wieder weg von? Ja, da muss ich dann leider einen eher individuellen Vorschlag machen, weil bei mir ist vielleicht noch wichtig zu wissen, ich habe von Anfang an auf
therapeutische und auch auf pharmazeutische Hilfe verzichtet. Also ich bin es quasi irgendwie, ich habe es im Alleingang versucht und bin auch halbwegs zufrieden, aber trotzdem würde ich empfehlen, sich auf jeden Fall einen Therapeuten oder einen Psychiater zu suchen und Warum darüber zu hast du reden. dir noch nicht professionelle Hilfe gesucht? Warum? Ist auch ein bisschen länger, ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich habe anfangs natürlich mir auch Hilfe gesucht. Ich brauchte ja auch Atteste, ich konnte nicht mehr zur Arbeit und so weiter. Ich habe auch an einer Klinik angefragt. Mir wurde auch von den Ärzten empfohlen, du musst auf jeden Fall stationär, du musst Antidepressiva nehmen. Ich hatte wahrscheinlich einfach nur Pech, nehme ich es mal zugunsten des Gesundheitssystems an, dass ich da nicht so aufgenommen wurde, dass ich das Gefühl hatte, man will sich wirklich mit mir beschäftigen. Ich kam mir eher wie so, eher wie in so einer Abfertigungsanlage vor. Also mir wurde da zum Beispiel ein Zettel mit 100 Therapeuten in Hamburg in die Hand Und du gedrückt. solltest dir einen suchen. Genau, such dir mal einen. Und wenn du jetzt anfängst bei den 100, hast du in 6 Monaten deinen ersten Termin, wo ich dachte, hey, also man kommt zu euch, wenn man echt verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß. Und von da an 6 Monate, um das erste Mal mit jemandem zu sprechen, dann kann ich es alleine machen. Und ja, Also aber. du würdest den Leuten raten, wenn die merken, das nimmt alles überhand und Dimensionen an, die nicht mehr normal sind, dass die sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Ja, weil mein Weg war der, es gibt so ein Sprichwort unter Psychologen, gegen Zwang hilft nur Zwang. Das ist mit der aktuellen Regierung nicht möglich, weil die macht das Gegenteil. Anstatt mit Zwang dagegen zu wirken, sorgt ihr eher dafür, dass die Leute ihre Zwänge noch besser ausleben können. Das fällt also in der aktuellen Situation heraus und deshalb geht aus meiner Sicht für die Leute, die heute darunter leiden, nur der Gang zum Psychiater, Therapeuten oder natürlich auch zu irgendwie engen Angehörigen, denen man sich anvertrauen Ja, kann, aber da wenn ist wieder man. das Problem, dass die wahrscheinlich mit dir in einem Boot sitzen und Ja. sagen, um Gottes Willen, nee, 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 wir gehen direkt in die Apotheke, ich brauche auch noch eine neue Flasche Sagrotan oder hier Sterilium. Und nicht sagen, ja, du hast recht, mir ist das auch schon aufgefallen, du desinfizierst die Hände viel zu oft und wir brauchen ja auch viele Keime, Bakterien, Viren einfach in unserem Milieu, um irgendwie auch gesund zu sein. Aber das sagt dir wahrscheinlich heutzutage fast keiner. Ja, das ist lustig, weil das haben die Ärzte und Mediziner mir damals gesagt als Argument. Ja? Also es würde mich mal interessieren, was die heute zu mir sagen, wenn ich sage, ich habe Angst vor SARS-CoV-2 und deshalb mache ich das alles, ob die mir dann auch Die sagen, sagen, sie sind kerngesund, können ja, nach Hause gehen. genau. Alles normal. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, super interessant. Super, also erstmal vielen Dank auch für dein Vertrauen, dass du mir das so, mal eben so alles erzählt hast. Das ist ja auch ziemlich persönlich. Du sagst, es gibt Freunde, die hast du seit Jahren, denen hast du nie davon erzählt. Aus Scham, aus Angst vor der Reaktion und auch, dass du dich dann irgendwie konfrontiert fühlst. Also vielen Dank, dass du mir das anvertraut hast. Gerne schön. Ja, und ich hoffe, dass ja, jeder Zuschauer daraus irgendwas mitnimmt und sein eigenes Verhalten irgendwie einmal reflektiert und hinterfragt und versucht, objektiv zu beurteilen und überlegt, wie weit fortgeschritten ist das schon bei mir und ist das alles noch in einem ja, normalen Spektrum, was ich da so mache im Alltag. Okay, ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, danke. Danke.